Die Spezialisten. Mahlzeit. Hi, habt ihr gesehen, Bus gefahren? Wir haben jetzt nur den Bus gesehen. Der hat gefahren, ne? Ja. Hier war allerhöchste Eile geboten. Die Patienten oder die Personen, die in dem Bus waren, waren ja gefährdet, an einer Rauchgasvergiftung zu erkranken. Zudem wussten wir ja nicht, wie viele Personen noch an anderen Verletzungen hier erkrankt waren. Also wir mussten ganz dringend da rein. Können wir irgendwas auf? Hallo, ja, Fenster ist auf. Hallo. Sie müssen den Hammer nehmen. Den Hammer. Den Hammer! Der Busfahrer hat auf jeden Fall noch Puls! Sie müssen den Hammer nehmen! Ganz ruhig, bleiben Sie ganz ruhig! Hören Sie mir mal zu! Was ist passiert? Kann mir jemand was sagen? Kann mir jemand was sagen? Wir sind hier eingesperrt, keine Ahnung. Bewusstloser Busfahrer, alle eingesperrt, Rauchentwicklung hier drin. Es gibt keinen Zugang. Es gibt keinen Zugang, wir kommen hier nicht rein. Die Situation stellte sich dramatisch dar. Als wir dann eingetroffen sind, stellte sich heraus, dass die Nottüren nicht aufgingen. Die Vordertür war verschlossen. Die Personen konnten von innen keine Fenster öffnen. Und das stellte die Problematik dar, weil sich dann auch herausstellte, dass der komplette Innenbus verraucht war. Hallo? Hast du? Ist die ganze Zeit schon, seitdem wir unverpasst. Okay, die atmet, aber lass mich mal wieder runter. Atmen, ne? Vorsicht, Vorsicht, einmal, darf ich einmal ganz kurz gucken? Wie viele Leute sind in dem Bus? Danke. Gibt es Nothemmer im Bus? Haben Sie einen Notausgang? Nein, gibt's nicht. Kein okay. Nothemmer. Haben Sie die Möglichkeit, die Tür von hier zu öffnen? Ich glaube nicht. Dann passen Sie auf, die Kollegen kommen jetzt von da vorne rein und brechen die Tür auf. Nur für dich zur Info, ich habe mal Fall 1 ausgelöst, ja? Ja, alles klar. Wir wissen auch nicht, wie viele Leute da drin sind. Nee, ich habe Pi mal Daumen 10 Leute. 10 Leute? Patientenablage müssen wir haben. Ja, mach mal bereiten wir gerade vor. Klar. Okay. Warte. Gehen wir gleich? Ja, alles klar. Zu dem Zeitpunkt war für uns natürlich klar, dass das jetzt absolute Priorität hat und relativ schnell vonstatten laufen muss, dass wir die Leute da rauskriegen. Deswegen haben wir dann den Angriffstrupp unter schwerem Atemschutz mit leichtem Brechwerkzeug und erstem Sonderrohr vom HLF zur Menschenrettung vorgeschickt und konnten dann schließlich mit dem Hooligan-Tool die Hydrauliktür an der vorderen rechten Seite des Fahrers öffnen. So, hallo, hier spricht die Feuerwehr. Jeder, der laufen kann, kommt bitte gleich ganz langsam hier aus dem Bus. Die Kollegen kommen jetzt rein. Noch ist nicht klar, um wie viele Verletzte es sich tatsächlich handelt und wie es zu diesem Unfall überhaupt kommen konnte. Doch wie sich bald herausstellen wird, hätte der Busfahrer gar nicht am Steuer sitzen dürfen. Erster Patient. Hier vom Bus geöffnet, erste Patient. So, einmal direkt durchzählen. Ich brauche gleich die Anzahl der Leute. Geht? Warte, ich über. Rettungsdienst, kommt jemand mit der Trage hier ran? Trage! Von der Feuerwehr wurde uns der Fahrer des Busses übergeben. Er war zunächst Vitalparameter stabil. Wir hatten ja auch ganz viele Patienten, sodass ich es erst mal gedacht habe, ich müsste mir hier keine Sorgen machen. Doch einen Gast hat es auf dieser Butterfahrt besonders schwer getroffen. Der Vater der Melderin hat große Schmerzen und kann nicht mehr selbstständig laufen. So, Sie gehen einmal kurz zur Seite, die Kollegen bringen ihn jetzt raus. Dann müssen wir die gleich rüberheben. Wir haben einen Bein kaputt. Ja, wir müssen ihn ja mal erstmal aus dem Bus rauskriegen. So, einmal drehen. Die Trage. Hier ist noch die Bremse irgendwo drin. So, Trage am besten direkt hier vor, der kann nicht mehr laufen. So, vorsichtig. Könnt ihr die nicht mehr drehen?
Der Vater der Melderin war auch im Bus. Er war ansprechbar. Er hatte allerdings sehr große Schmerzen in den Beinen. Die Feuerwehr hat ihn zügig zu uns rausgebracht. Das war in diesem Fall auch richtig, denn wir wussten ja auch noch nicht, was für eine Gefahr jetzt tatsächlich von dem Bus ausging. Draußen haben die ersten Untersuchungen ergeben, dass das Bein doch außen rotiert war und verkürzt war. Und das lässt wirklich auf den Oberschenkel-Halsbruch schließen. Der Busfahrer selber, der hat... Seien Sie mal gerade kurz. Okay. Aber ich kann Ihnen nicht sagen, warum. Müssen wir gleich vielleicht noch mal... Dann fassen wir kurz zusammen. 9 Grüne? Ja, 11 Grüne. Du hast 11 da schon. 11 Grüne, ja. 2 Gelbe, 1 Roten. Ja, genau. Richtig. Und wir ja. haben hier Verdacht auf Oberschenkel und Hals. Wir brauchen einen definitiven Doktor und noch einen RTW. Ja, die Patienten, die rausgekommen sind, werden in, die werden triagiert. Das heißt, sie werden unterteilt in verschiedene Gruppen. Da gibt es einmal die grüne Gruppe, das ist, die sind unverletzt. Dann gibt es gelbe Patienten, die sind leicht verletzt und rote Patienten sind schwer verletzt. Um die muss man sich sofort kümmern. Hier ist okay. auch Thorax und alles ist auch stabil. Der, wir würden ihn jetzt reinnehmen. Er ist notarzt, ist noch nass sofort, hat sie gesagt. Ja, ja. Genau. Der Janik sagte gerade, die sind alle hyperdurstig. Sein, oder? Ja, ich würde jetzt mit der Polizei die noch mal befragen. Okay, pass auf. Ihr legt gleich schon einen Zugang. Ja, kommt gleich nochmal. Geben wir noch Ketonestomikum. Ja. Ja. Könnt ihr schon mal vorbereiten, ja? Okay, bis gleich. Hier ist was zu trinken. Wo kommen denn die ganzen Getränke her? Die haben alle Durst. Hier. Ja, okay. Können wir die jetzt bedenken? Bitte. Mir, ja. Bitte. Also, wir haben alle so einen Durst. Die Heizung, ja. die war da drin am Bollern. Wir müssen unbedingt was trinken. Mein Vater auch. Ich. So, jetzt warten wir mal. Jetzt. Halt. Herr Einsatzleiter, kannst du eben mit anschauen? Ja. Er bekommt jetzt gleich Infusionen. So, Vorsicht. Der hat so einen Durst. Ich meine, der bekommt. Nee, pass mal auf. Der bekommt gleich Infusionen von uns. Geben Sie ihm besser jetzt nicht zu trinken. Es besteht die Gefahr, dass er sich nachher verschluckt. Aber Sie können jetzt gerne was trinken. Geht es Ihnen sonst gut? Oh, ja? Ich glaube, ich habe ein bisschen den Kopf gestoßen. Aber es ist, dann setzen Sie sich. Aber ich mache mir so Sorgen um meinen Vater. Und ich möchte wir kümmern uns. Sandra, ja? Okay. Sandra, du ich bin ja, bei dir. Du musst okay. der Polizei das sagen. Ja. Du musst der Polizei das sagen. Das ist unverantwortlich. Und ab. Wir durften nichts zu trinken mitnehmen. Der Veranstalter, der hat anscheinend irgendwie das verboten oder so. Wir mussten das vor der Fahrt abgeben. Und dann hat der Fahrer gesagt, er muss durchfahren und hat sich geweigert anzuhalten. Der schien wirklich unter Druck gesetzt zu sein. Der war auch irgendwie angeschlagen. Also ich glaube, der war krank. Da stimmte was nicht. Geht das nicht irgendwie ein bisschen vorsichtiger? Der hat Schmerzen. Das sehen Sie doch, oder? Können Sie mir genau zu? Ja. Bitte fahren Sie runter. Es sind alle jetzt in Behandlung. Okay? Ja, ich sehe es ja. Wir machen unser Bestes. Es kommen noch okay. Kräfte danach okay. und wir geben alles. Aber darf ich bei meinem Vater bleiben? Sie können bleiben? Bei Ihrem Vater bleiben. Ja. Aber im Moment setzen Sie sich auf den Beifahrersitz, holen ja. 10-mal tief Luft und wir kümmern uns um Ihren Vater. Okay? Und mit den anderen. Wie geht es dem Busfahrer? Der war bewusst. Der Busfahrer wird im zweiten Rettungswagen behandelt. Wie gesagt, es sind Kräfte nachgefordert. Ja. Die anderen sitzen alle jetzt da, wo sie hingehören. Sie kriegen was zu trinken. Alle okay. werden versorgt. Okay? Es war einfach so viel im Bus. Es war wirklich so, Panik da. Ich kann mal noch eine Frage. Ja, mein Gott. Ja, kommen Sie auch mal mit hier. Es regnet hier auch. Stellen Sie sich mal hier rein. Können Sie auch ein bisschen Ihren Vater beruhigen. So, nicht erschreckt. Genau. Sie kriegen jetzt ein Medikament, was so ein bisschen schwummerig macht, ja? Ja. Erzählen Sie mal, was war denn da überhaupt los? Getränke waren nicht erlaubt. Wir durften keine Getränke mitnehmen. Wir haben schon da darauf gestanden. Entschuldigung, gute Frau, wenn Sie weiter erzählen. Ich habe mal die Polizei mitgebracht. Ja. Ich glaube, das interessiert Sie auch brennend. Geht mal ruhig durch. Ja, hier. Wer sind Sie und was können Sie uns sagen? Also, warte mal ganz kurz. Wir müssen das noch mal sortieren. Lass mich mal kurz hier raus. Wir uns hier um den Patienten. Ja, warte. Das ist mein Vater. Ja. Und ich habe die Feuerwehr angerufen nach dem Unfall. Ja. Also es war halt erstmal furchtbar heiß im Bus, weil die Heizung anscheinend irgendwie nicht zu regulieren war. Oder die Klimaanlage nicht. Wir durften nichts zu trinken mitnehmen. Überhaupt nichts? Nein. Wurde Ihnen das abgenommen vorher? Ja, und teilweise wurde das zu trinken weggenommen. Das zu trinken wurde weggenommen? Du musst mal eben schnell rüberkommen. Okay. Unser Patient hat das Bewusstsein verloren. Ne? Ja. Oh mein Gott, sorry. Hier am Unfallort waren natürlich jede Menge Patienten, um die ich mich kümmern musste. Jeder hatte eine Frage, eine große Hektik. Und plötzlich wurde ich auch noch ganz dringend zu einem Notfall in RTW gerufen. Der Patient, der Fahrer des Busses, sein Zustand hatte sich ganz dramatisch verschlechtert. Ich musste dort sofort eingreifen. Wir hatten Kammerflimmern. Raufhauen. Nee, los. Guck mal. Ja. Nochmal? Oder geht's? Nee, ist da. Wir bräuchten mal die Defibrillator vorsichtshalber vor. Ja, also, musst du eine Schnellableitung machen, oder was? Ja, kannst du mal gucken. Warte. Ja, aber haben wir ja einen. Haben wir? Ja. Ja, dann ist gut. Okay. Dann hat sich das erledigt.
wir intubieren trotzdem jetzt, weil er so schlecht dran war. Was war jetzt eben gewesen? Der ist nur plötzlich ins Krankenhaus gerutscht? Nee, der war auf einmal, ich hatte mit ihm gesprochen, auf einmal war er nicht mehr ansprechbar. Ja. Und wo ich kam, da ist das Kopfteil runtergebracht. Und dann kam das Krankenhaus. Okay, wir bereiten die Intubation bitte vor. Jawohl. Wir konnten übers Monitoring sehen, dass er Kammerflimmern hatte. Das ist natürlich für den Patienten gar nicht gut. Das entspricht im Prinzip einem funktionellen Kreislaufstillstand. Hier haben wir mit einem präkordialen Faustschlag eingegriffen. Im Prinzip ist das nochmal ein Reiz für das Herz, aus diesen Flimmern rauszukommen. Und das hat hier bei dem Patienten auch direkt funktioniert. Okay, also intubiert, beatmet jetzt gleich. Ja. Hallo? Ich bin hier der Veranstalter von der Busfahrt. Ach was ist denn hier passiert? Hoffe, was ist denn hier passiert? Hören wir mal zu. Lass mich mal aufreden. Ihr Busfahrer, der war krank, dem ging es nicht gut. Was hat denn jetzt schon gemacht? Ich weiß es nicht, was er genau gemacht hat. Ich glaube, es geht vielmehr darum, was Sie von ihm verlangt haben. Weil er hat mit Ihnen telefoniert, das habe ich mitbekommen. Und Sie haben den anscheinend total unter Druck gesetzt. Er wollte nicht anhalten. Moment mal, was soll das denn, was Sie jetzt da erzählen? Das hat doch gar nicht Hand und Fuß. Der Mann ist heute Morgen losgefahren und hat ganz normal die Tour gemacht. Ich bin jetzt auf dem Weg zum Gasthof. Und ich wundere mich, dass der jetzt hier den Unfall gebaut hat. Es ging ihm aber nicht gut, das war eindeutig zu erkennen. Der war krank. Er hat den Schlüssel entgegengenommen und ist losgefahren. Ganz einfach. Wissen Sie, dass in Ihrem Bus anscheinend keine Nothämmer vorhanden sind und die Heizung kaputt ist? Das ist nicht mein Problem, das ist das Problem des Busfahrers. Weil wenn er die Papiere übernimmt, dann muss er auch gleichzeitig dafür sorgen, dass der technische Zustand des Fahrzeuges in Ordnung ist. Ja, aber Sie sind Sie aber als Fahrzeughalter verpflichtet. Genau. Ja, und Sie können der Busfahrer. Der Busfahrer muss die letzte Kontrolle übernehmen. Sie können ihn noch nicht zwingen. Hätte mir Bescheid geben. Zu Ermittlungszwängen. Auf jeden Fall haben wir festgestellt, Brandursache ist ein defektes Kabel, was nicht gewartet worden ist. Zudem ist mir aufgefallen, es gibt keine Nothämmer in dem Bus. Ja. Die Entriegelung der Nottüren funktionierten nicht. Die Notausgänge waren verstellt. Dadurch waren die Leute eingeschlossen. Es hätte hier mindestens 15 Tote geben können. Bei der Begehung hat sich herausgestellt, dass der Bus einen desolaten Zustand hatte. Vorne im Motorraum, die Kabel waren viele kaputt. Dadurch kam es zu einem Motorbrand. Die Rettungshämmer, also die Nothämmer, haben gefehlt. Die Notausgänge waren verschlossen. Und die hydraulische Nottür öffnete auch nicht. Der katastrophale Zustand des Busses ist nicht alles. Bei den persönlichen Sachen des Busfahrers entdeckt Sanitäter Hannes Giacomazza eine Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung. Der Fahrer gehörte eigentlich ins Bett und nicht ans Steuer. Das ist eine Myokarditis. Ja. Sie regen sich einfach schön. Das ist eine Krankmeldung und er ist aktuell krank. Und dem geht's ja auch nicht. Ich hoffe, dass Sie aber das erklärt. Nie wieder irgendwelche arglosen Leute so behandeln. Er war zwei Wochen krank, das ist richtig. Er war jetzt heute Morgen da und hat mir nichts davon erzählt. Ich weiß von diesem Schein nichts. Ja, das möglicherweise ist das vielleicht sogar auch so, dass Sie davon nichts wissen. Das ist nur die Frage. Warte mal gerade, es ist nur die Frage, warum er jetzt natürlich nichts davon weiß. Weil so, was wir jetzt alles gehört haben, sind das hier schon sehr Strafe. Vielleicht hat er es mir einfach nur verheimlicht. Das kann ja auch sein. Der Fahrer hat sich also trotz Krankschreibung hinters Steuer gesetzt, mit dem Druck seines Arbeitgebers im Nacken. Wenn ich nicht fahre, werde ich möglicherweise entlassen. Also muss ich dem Folge leisten. Im weiteren Reiseverlauf haben die Reiseteilnehmer festgestellt, dass er wohl nicht mehr in der Lage war, das Fahrzeug zu führen. Sie haben immer mehr Druck auf ihn ausgeübt, doch stehen zu bleiben. Er ist trotzdem weitergefahren, weil er die Vorgabe hatte, das Ziel zu erreichen, und ist letztendlich unter diesem Druck zusammengebrochen, was auch ursächlich mit seiner vorhandenen Krankheit darin stand. Sie haben gesagt, keine Getränke an die Gäste. Sie sollen durstig ankommen an den Lokal, damit die ordentlich Umsatz machen können. Ja, das sind ältere Leute, wenn die längere Zeit ohne Flüssigkeit. Die können mal drei Stunden ohne Getränk auskommen. Ältere Leute, kranke Leute, alte Leute. Ganz kurz, wem gehört der Wagen hier? Mir. Weil wir müssen jetzt mit dem Rettungswagen weg. Wir fahren in die Klinik. Einmal bitte den Wagen wegsetzen. Alles klar? Das Fahrzeug wird von uns polizeilicherseits beschlagnahmt. Kann ich mit meinem Vater mitfahren? Die können Sie demnächst weiter nicht mehr einsetzen. Dann kommen Sie mal mit. Der Vater der Melderin wird im Krankenhaus sicherlich geröntgt werden. Und in einer Operation wird der Oberschenkelknochen im Prinzip wieder stabilisiert. Welche Methode da jetzt angewandt wird, das werden die Chirurgen vor Ort entscheiden. Allerdings wird er danach relativ schnell wieder mobilisiert werden. Aber ein paar Tage wird es natürlich dauern. Die Operation sowie die Heilung des Bruches verlaufen ohne Komplikationen. Wenige Wochen später holen Vater und Tochter den Ausflug nach.
Auch die anderen Mitreisenden sowie der Busfahrer erholen sich vollständig. Aufgrund der Indizien wird der Veranstalter wegen versuchten Betruges, strafbarer Werbung und Körperverletzung zu einer hohen Geldstrafe verurteilt.